Guten Morgen, Gün Aydın aus Ungarn, jo regelt. Ich grüße euch. So, wir starten in den Tag mit Vorbereitungen für das Mittagessen, weil wir so gerne essen. Ja, muss ja auch vorbereitet werden. Und mache ich mal einen Brotbackautomaten. Meine Güte, wie geht der denn hier rein? Schon einen neuen bestellt, weil der alte schon ein bisschen ranzig war. Haben wir gebraucht für 20 Euro geholt bei eBay Kleinanzeigen. Da war nur zwei, dreimal benutzt, so schrieb sie. Oh, pass auf mit deinem Nagellack. Mach erst über den Ventilator trocken. Soll ich den anmachen? Ja, aber nur ein wenig. Ja, ja, auf kleinen. So. Dann haben wir uns einen neuen bestellt für 20 Euro. Haben wir uns gedacht, können wir uns leisten. Mal ein bisschen Brotteig schon mal vorbereiten hier. Wir machen heute mit Pizza. Pizza Pasta. Wir machen heute was ganz Verrücktes auf die Pizza, habe ich mir überlegt. Die Mama hatte euch ja schon vorgestellt. Unsere, meine Güte, halben Liter zu viel, halben Liter zu wenig. 550 Milliliter. So. Hat euch ja schon vorgestellt, unsere kleine Chefli. Reisefritteuse mit 2 Liter Fassungsvermögen. Dann mache ich mir heute für die Pizza mal so Gemüse, wollte ich da aus dem Airfryer machen. Moment, mein Schatz, ja? Mal eben die Hefe hier rein. Da wollte ich mir so Paprika und Aubergine und das dann hinter auf die Pizza so ein bisschen mediterran machen. Das wollte ich mal probieren. Ich habe Bock drauf. Und ja, da ist die kleine Heißluftfritteuse von Chefri optimal. Ich helfe dir sofort, mein Schatz. Ich zeige euch die gleich mal, wenn ich das Gemüse da reinmache. Und Tomaten kann man da auch drin machen. Da kannst du Brot drin machen, ein Brötchen aufbacken drin. Genau, aber erstmal jetzt hier gefrorene Hefe. Ja, super. Ja, ich muss aber erst die Hefe auftauen. Dann machen wir gleich das Mehl zusammen da rein, ja? Ja. Genau. So, dann erstmal ruhen. Und wo haben wir es? Genau. Papa. Frühstück zur Seite von Olivia. Und hier haben wir die kleine Chefri AF 300. Ja, mein Schatz. So, ich habe jetzt mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich hier ein bisschen Paprika. Schneide ich mir für dünne Streifen. Mit Zwiebel mache ich mir da drauf. So, hier habe ich fast den Finger mit reingemacht. Zack. Und eine Paprika, eine halbe lasse ich dann. Das seht ihr gar nicht, ne? Und die schicke ich wieder vom Papa. Und das Gürze kommt mal mit rein. Zack, die Bohne. Mit rein. Das schnibbel ich mir dann alles klein auf der Pizza, so mediterran kommt das dann drauf hinterher. Zwiebel habe ich angeritzt ein bisschen, genau so. Zack. Und der Rest kommt dann so für die anderen auf die Pizza. Ja, die Chefri AF 300, kurzes Statement dazu, 2,3 Kilo, eine Ausgangsleistung von 900 Watt, 4 Programme, richtig schönes kleines Ding. 2 Liter Fassungsvermögen hat der Korb, also für so ein Pärchen Pommes mal eben absolut in Ordnung. Dann haben wir hier die Airfryer-Funktion, können wir über die Programme auswählen. 205 Grad für eine Portion Pommes, 15 Minuten. Wir können dann roasten, da könnt ihr Fisch oder Fleisch reinlegen, das fällt für uns ja raus. Außerdem haben wir eine Backfunktion, wo ihr Muffins oder halt wenn ihr Brötchen aufbacken wollt, dann nehmt ihr am besten die Reheat-Funktion, 5 Minuten, dann sind die Brötchen wieder knusprig. Genau, ich nehme jetzt aber hier die Roast-Funktion. Schmeiß mal die Erna an und genau, es kommt dann gleich alles klein geschnibbelt auf die Pizza. Hier geht die Hefe derweil, die war halt eingefroren, haben wir vergessen rauszunehmen. Und ein bisschen durchrühren, dann löst sie dich auf. Dann kommt da einfach nur ein bisschen Mehl mit rein. Genau. So, und das gibt's heute zum Mittagessen. Lecker Pizza mit Ofengemüse.
aus dem Airfryer, aus der Chefri AF300. Wie gesagt, ich verlinke das alles in die Infobox. Ich kann euch das nur wärmst empfehlen, die werdet ihr jetzt öfter sehen. Die kleine kompakte Maus, die ist richtig schön, vor allem wenn man unterwegs ist zu zweit, im Wohnwagen, wenn man zeltet, auf Weltreise geht. Die wiegt wirklich nicht viel, 2,3 Kilo. Da ist teilweise eine große Taschenlampe schwerer. Ich verlinke euch das alles. Ich zeige euch gleich natürlich auch noch das Ergebnis von dem Zeug, was da von dem Gemüse, wie schön das aussieht. Genau, ja, so sieht's aus. Wenn ihr Fragen habt dazu, wisst ihr ja, schickt mir eine Nachricht. Kommt auf uns zu. Und dann helfe ich euch da bei Rat und Tat. Stehe ich euch gerne zur Verfügung. Genau, ihr Lieben. Gehen wir mal weiter hier, jetzt bade ich mein Gyros an. Das hat ihn nämlich die Tage vorbereitet. Zack, er wartet schon. Ich komme dann auch mit auf die Pizza. Zack, die Bohne. Und dann rollen wir ein bisschen auf hier. Chaos hier ist der Rest von dem, wir haben jetzt noch Spiegeleier gehabt mit Kartoffelpüree und Hino Nuggets. Aber da ist es heute auch fünfmal drum. Jawohl, so ihr Lieben, wie gesagt, ich komme jetzt ein bisschen auf, meine Stimme ist irgendwie weg, es kommt, wenn der Ventilator die ganze Nacht läuft, weil der Hitze aber auch ohne kaum auszuhalten. Melde mich später wieder rein. So, fertig ist der Fisch, hat gepiept, weißt du, wo mein Salz ist, Mama, in dem Glas? Das da, hab schon. So sieht es jetzt aus, das waren das 15 Minuten, da schneide ich mir gleich klein. Macht das auch meine leckere Pizza mit drauf. Genau, aber erstmal abkühlen und chillen ein bisschen. Genau. Jetzt koche ich hier Wasser, ein bisschen Salz für Nudeln. Die Mama macht sich nämlich immer so eine Calzone. Und macht sie mal Ananas für Nudeln mit drauf. Gyros, Zwiebeln, Käse und sowas war alles. Wo haben wir denn die Nudeln? Da haben wir nämlich die von Filis. Wir haben nämlich ganz viel aus der Türkei mitgebracht. Geile Nudelzeug. Und ja. Die zehren wir jetzt immer noch von. Zum einen, weil die uns, so glauben wir, dort besser schmecken. Und zum anderen, weil sie dann nicht einmal die Hälfte kosten. Wobei Slowenien jetzt auch noch eine Option ist. Da kriegst du ein Kilo Nudeln für unter 1 Euro. Ich weiß nicht, in Deutschland zahlst du, glaube ich, mittlerweile so beim normalen, diese billigen aus dem Aldi, Lidl, Netto, Edeka, 1 Euro für 500 Gramm oder mehr. Und schon heftig. Damals haben wir dafür, also es ist halt damals, wenn ich sage damals, das ist so immer, bevor das Theater losging mit Lockdown und alles, den ganzen Kladatsch. Da habe ich mich erinnern kann, da habe ich für Salz ein halbes Kilo 19 Cent bezahlt, für 500 Gramm Nudeln 39 Cent. Da war alles einfach Erbsen, Möhren, eine kleine Dose, Kidneybohnen und Mais und sowas alles. 39, 49 Cent gezahlt. Mittlerweile bist du schon fast ein Euro. Das ist jetzt keine 5 Jahre her. Oder knapp 5 Jahre, doch. Keine 5 Jahre her. Unglaublich, wie die Preise verballert sind. Hat aber auch viel mit dem Mindestlohn zu tun. Viele unterschätzen das immer. Die Jallen immer sagen, yay, Mindestlohn, voll geil, ich krieg mehr Geld. Aber die verstehen halt nicht, dass wenn du halt dein Arbeitnehmer doppelte an Gehalt zahlen musst, das muss ja auf die Preise umgelegt werden auch. Ergo, wenn die alle mehr verdoppelt so viel verdienen, werden die Preise auch verdoppeln. Das ist halt so ein Teufelsschwanz. Das ist halt, wenn die Autobahnmaut für die Zulieferer höher wird, wenn ihr zum Beispiel für Fracht und alles und Maut 1000 Euro mehr bezahlen, wird das ja alles auf die Waren umgelegt. Ergo wird alles teurer. Ne? Am Ende ist das alles so ein Lämmerschwanz, was so hinter sich herzieht und, ne? Naja, wenn man da so eins und eins zusammenzählen kann, ist das ja auch kein Wunder, dass alles so teuer wird. Oder auch noch werden wird. Naja, egal. Lassen wir das Politische raus. Ich koche jetzt Nudeln, dann gibt es gleich geile Pizza. Und morgen fahren wir nach Slowenien wieder einkaufen. Vorräte auffüllen. Da haben wir schon unsere Liste geschrieben, fleißig. Genau.
Da steht schon einiges drauf. Und die vier, paar Sachen sind noch über. Burger gibt es wieder für nächste Woche. Ach ne, ist die alte Liste. Hatte mich vertan. Vertan, sprach der Hahn. Genau. Müssen wir für nächste Woche die Liste noch machen. Die habe ich, glaube ich, weggeschmissen. Ja, da ist sie drin. Super. Egal, ihr Lieben. Ich pumpe auch später wieder an. Und dann gucken wir weiter, was uns Tolles geht. Pizza-Erlebnis ist vorüber. Hier sind noch jetzt die Paprika aus dem Airfryer mit drauf. Den Pilz haben wir alle aufgefuttert. Und jetzt heißt es Küche aufräumen. Nützt ja alle nichts, ne? Kennt das ja, ihr Lieben. Und dann werden wir heute nicht mehr allzu viel machen. Ja, morgen übermorgen sind die Geschäfte eh alle zu hier. Haben wir nämlich übermorgen Nationalfeiertag. Also viele Geschäfte sind morgen auch so, nicht alle, bevor jetzt wieder großes Minimi kommt. Aber einige, genau. Das ist so warm, ich bin so antriebslos, so mehr als sonst. Nee, ich mache erst den Zaun draußen fertig. Da habe ich mir nämlich meinen Akkuschrauber schon geholt, da war nämlich ein Zaun-Dings war verrutscht. Also so eine Zaunlatte. Da wollte ich mal gucken. Schuhe an. Ich zeige euch das. Er ist ermattet. Gummigong, Hundesohn. Ja, der Strauch ist immer noch ab. Bin mal gespannt, ob da was Neues nachkommt oder ob es einfach kaputt geht. Weil viele fängt schon an, verlegt zu werden. Vor allem die Kupfernägel, der wirklich geholfen. Ansonsten echt da wohl Gieß und mal reinschütten in die Seuche. Naja, und hier, wie ihr seht, der Zaun ein bisschen ab. Dann rote hier drauf. Sehr schön. Dann muss ich mal abschrauben und dann verbrennen wir die einfach. Ach, Omi. Omi, Hundesohn. Ich muss da die anderen Leute mobben. Passt alles nicht so eine Güte. Nehme ich den hier. Nehmen wir den. Irgendwann ist meine Kamera kaputt, wenn immer runterfällt. Was hat er denn da? Das hört sich mal an, wenn der bellt, wenn er Kilometer weit weg ist. Humi, der steht die ganze Zeit schon da. Komm jetzt. Hey, komm hier. Alter Hundesohn. Mal große Klappe, nicht viel dahinter. Den ab. Schrauben den heiß. Smurfy! Ich brauche mal beide Hände jetzt kurz. So, erledigt, ist das wieder schön. So, wir haben die Pläne heute geschmiedet, wie es hier weitergeht auf dem Gehöft. Also da, wo der Pool steht, haben wir beschlossen, da wird eine Fläche gepflastert. Das machen wir im Herbst. Dann kommt hier der Zaun, kommt hier weg. Der wird hier so straight runter gemacht. Und dann wollen wir hier alles begradigen lassen, dass das eine gerade Fläche gemacht wird, wo wir dann pflastern wollen. Das ganze Holz wird hinterm Schuppen gelagert, was da noch liegt. Und auch was da liegt. Dann werden wir Mittwoch in die Stadt fahren und ja schon mal Angebote einholen für Ware und gegebenenfalls schon ein paar Paletten liefern lassen von Pflasterstein und Randstein. Und ja. Und dann mal gucken, Terrassefliesen machen wir nächstes Jahr dann.
Jetzt erstmal für, dass wir dann nächstes Jahr im Sommer die Fläche da für den Pool haben. Und ja, vielleicht kriegen wir bis dahin noch jemanden zu Besuch. Der Pflastank, hier der nicht der Pflastank, der Pflastank kriege ich selber. Das habe ich schon mal miterlebt. Wenn ich einmal was mitgemacht habe und gesehen habe, ist das alles ja kein Problem. Aber so Fliesen legen, so wilde Fliesen oder auch verputzen, das habe ich noch nie gemacht. Genau. Und deswegen bin ich da mal ein bisschen skeptisch. Ja, Auto ist zu. Wir verpiesen uns so langsam mal innen. Und ja, werden jetzt wohl so langsam aber sicher zum gemütlichen Teil übergehen. Wo ist denn der Humi überhaupt? Ach, er liegt wieder in seiner Besucherritze da. Hat sich schon mal ein Grab geschaufelt für in 5 Jahren oder 10 Jahren, sagt er. Oh, Humi, du bist eine Marke. Eine Otto-Marke. Genau. Ja, so, wir gehen rein, duschen, umziehen. Und dann, so ist heute Sonntag, heute machen wir nicht viel. Wird wahrscheinlich ein bisschen daddeln noch. Mal gucken. Ja, die Stühle stelle ich noch eben weg hier. Haben wir heute sauber gemacht, beziehungsweise die Mutti hat die sauber gemacht. Und ja. Die sind dann schon mal falsch rum bereit für die nächste Reise. Ich stelle jetzt das Vordach da vorne. Dann sieht hier auch raus. Genau. Ja, meine lieben Liebenden. Morgen ist Montag. Übermorgen ist hier der größte nationale Feiertag. Also wenn ihr das seht, war der gestern. Und ja, morgen fahren wir nach Slowenien einkaufen. Und dann mal gucken. Nehme ich euch mit, ihr Lieben. Habt einen schönen Abend. Und zu der Fritteuse, wie gesagt, schaut mal rein, stöbert ein bisschen. Ich hau euch die Infos alle in die Infobox, wie ihr das gewohnt seid. Und wenn ihr mal wissen wollt, haut raus.